Ja, hallihallo. Ich hoffe, es ist zu sehen, was ich gerade tue hier. Ich muss selbst noch mal kurz auf meine Seite gehen, dass ich das auch sehe, falls Kommentare von euch kommen. Ja. Ja, hallihallo. Ich dachte mir mal, ich mache eine Vorführung zum Mage, dem Rollenspielsystem. Einfach um halt ja, euch zu erklären, wie Mage funktioniert, worum es dabei genau geht und auch wie die Regeln aufgebaut sind. Weil ich ja demnächst die Live-Session machen werde mit Mage. Das heißt, ich tippe mal so in 2,5 Wochen. Das ist zumindest gerade so der Rahmen, Zeitrahmen, den ich geplant habe. Ich sammle auch schon Spieler dafür. Und ja, zum Mage sei erst einmal gesagt, es ist halt eins der World of Darkness Systeme, der neuen World of Darkness. Dazu gibt es ein Grundbuch, was da so aussieht. In World of Darkness ist es halt so jetzt neuerdings, dass man ein Grundbuch hat, in dem die Regeln drinstehen, wie man Menschen erschafft und auch die ganzen Grundregeln. Und alle anderen Bücher bauen darauf auf. Das heißt, man hat zum Beispiel, wie ich ja auch gesagt hatte, Mage, wo man halt den Magier spielt, aber genauso eben auch Vampire oder Werewolf und Changeling, die ganzen anderen Systeme, die es da gibt, bauen auch auf World of Darkness auf. Das hat zum einen den Vorteil, dass man nicht in jedem Buch wieder den gleichen Kram nochmal liest und zum anderen auch, der viel größere Vorteil in meinen Augen, die Systeme sind zueinander kompatibel. Früher war das halt so, wenn man zum Beispiel Vampire hatte und man damit mit Werewolf zum Beispiel zusammenspielen wollte oder gegeneinander, dann musste man irgendwelche Konvertierungsregeln anwenden, damit das funktionierte. Das ist bei der neuen World of Darkness nicht mehr so, weil alles nach einem festen Schema abläuft, das in einem System gleich ist. Also die gleichen Attributsverteilungsmechanismen, aber auch die Kräfte funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Deswegen hat man auch Abwehrmechanismen, die genauso greifen. Und das ist halt ein Riesenvorteil. Ja, zu World of Darkness im Allgemeinen erstmal noch erklärt, damit Mage nachher auch verstanden wird. Es ist halt ein Storytelling-System, das heißt, es ist sehr, sehr redelastig und die Attribute oder die Fertigkeitswürfe spielen halt eher eine untergeordnete Rolle. Man spielt mit 10-seitigen Würfeln, das heißt, je besser man etwas kann, umso mehr Würfel hat man. Da nimmt man zum Beispiel, wenn man jetzt auf Kampf zum Beispiel würfeln möchte, nimmt man halt Nahkampf plus Stärke. So viele Punkte, wie man da drin hat, hat man dann Würfel. Und jeder Würfel, der eine 8 oder höher ist, ist ein Erfolg. Und wenn man eine 10 gewürfelt hat, also eine 0, darf man die auch nochmal würfeln und somit noch mehr Erfolge kriegen. Das ist das Grundprinzip. Und wenn eine Probe zum Beispiel schwerer wird, kriegt man einfach Würfel abgezogen. Ist sie leichter, kriegt man Würfel dazu. Ganz simpel gehandhabt. Und welches Attribut man nimmt, ist bei manchen Sachen so einigermaßen vorgeschlagen fest. Zum Beispiel Nahkampf, wie ich gerade gesagt hatte, geht es halt auf Stärke. Bei anderen Sachen kann man auch flexibel sein. Man kann zum Beispiel auch genauso gut sagen, wenn ich mit meiner Nahkampfwaffe den Gegner zu Fall bringen möchte, dann würfle ich halt mit Geschick und Nahkampf. Und weil das natürlich oft mehr auf Geschicklichkeit basiert als auf purer Stärke. Genauso wie man zum Beispiel mit Ausdauer gucken könnte, ob man es schafft, einen Gegner zum Beispiel damit an die Wand zu drücken und festzuhalten, auf längere Zeit. Also es ist halt ziemlich flexibel. Das geht mit allen Fertigkeiten so. Und die Attribute sind halt in drei Bereiche sortiert, die Fertigkeiten auch. Es gibt halt körperlich, es gibt geistig und es gibt sozial. Bei körperlich hat man Attribute zum Beispiel Stärke, Geschick und Ausdauer. Also quasi wie die Ausgeprägtheit, die Flexibilität und den Widerstand. Und das Gleiche spiegelt sich auch in den anderen Attributen wider. Zum Beispiel bei den geistigen hat man Intelligenz, Geistesschärfe und ja, so Konzentration oder Fassung. Ich weiß nicht genau, wie es in Deutsch heißt. Und bei den sozialen hat man eben die Ausstrahlung, dann die Manipulation und halt die Fassung, also wie schwer es ist, jemanden aus der Ruhe zu bringen zum Beispiel. Und man kann halt rein auf Attribute würfeln oder eben auch Attribut plus Fertigkeit. Und die Fertigkeiten sind, wie man sich vorstellen kann, solche Sachen wie im Intelligenzbereich Computer, Medizin, Wissenschaft zum Beispiel. Im körperlichen Bereich hat man natürlich solche Sachen wie Athletik oder eben auch den Nahkampf, den Fernkampf. Aber auch Überlebenskunst fällt in diesem Fall unterkörperlich. Und bei den Sozialen hat man natürlich solche Sachen wie Überzeugungskunst oder wie gut man lügen kann und solche Geschichten. Und es ist halt alles sehr simpel gehalten. Es gibt insgesamt nur 7 Fertigkeiten pro Bereich, aber dadurch eben auch flexibel. Man muss jetzt nicht im Mikromanagement gucken, habe ich jetzt genau die Fähigkeit, sondern man hat es einfach grob, weil man den Charakter ja so spielt, wie man ihn in der Story halt haben möchte einfach. Ja. Das dazu.
Lebenspunkte gibt es ganz einfach einen Grundwert von 5 plus seinen Ausdauerwert quasi. Und dann gibt es noch eine Willenskraft. Das spielt nachher noch eine Rolle. Willenskraft rechnet sich halt aus Attributen. Die kann man benutzen, zum Beispiel, wenn man eine Probe jetzt sich besonders darauf konzentrieren möchte, um sie besser hinzukriegen, kann man dafür Willenskraftpunkte benutzen, die man nach und nach wieder aufbauen kann. Man kann aber auch einen Willenskraftpunkt quasi richtig verbrennen, dass man ihn erst wieder bekommt, wenn man dafür EP ausgibt. Und das spielt bei Mage halt auch noch eine Rolle. Ja, das zu World of Darkness. Bei Mage, das hatte ich ja auch noch. Bei Mage ist es dann halt so, wenn man seinen Charakter erschafft, macht man halt erstmal einen Menschen nach dem normalen World of Darkness. Das ist übrigens bei allen Systemen immer gleich. Man macht erstmal einen menschlichen Charakter und dann baut man darauf mit Mage einfach auf. Das heißt, man macht dann aus diesem Menschen einen Magier. Bei Mage ist es so, dass die Magier erwachen. Deswegen heißt es auch Awakening. Das ist halt so, dass der Magier entweder einen total wirren Traum hat, in dem er quasi geprüft wird, oder er erlebt sozusagen einen Tagtraum. Das ist fast wie ein LSD-Trip. Man kann das Ganze auch ganz gut ausspielen, wo er dann als ein Beispiel zum Beispiel, wenn ein Magier halt dazu neigt, zum Beispiel so Richtung die wilde Magie zu gehen, also die Feenmagie und so weiter, dann kann es gut sein, dass er in irgendeine Kneipe geht und selber das Gefühl hat, er geht jetzt in irgendeine Wald zugewachsene Höhle und die Bedienung ist eine Fee, die ihm irgendwie den Stein der Weißen auf einem Tablett serviert und ein paar Trolle sitzen drumherum. Dabei ist es einfach nur eine ziemlich dicke Barfrau, die ein 3 Tage altes Stück Kuchen rüberreicht, während da ein paar Obdachlose, die gerade ihr Bier nebenan trinken, nicht komisch angucken. Und Magier gibt es in 5 Richtungen. Es gibt halt 5 Watchtower, also quasi Leuchttürme, die in astralen Reichen stehen. Und jeder Magier bindet seine Seele an einen dieser Türme. Und je nachdem, in welchen Turm er gebunden ist, hat er halt sein Grundrepertoire. Es gibt halt Magier, die, wie ich gerade schon sagte, eine Art Feenmagie haben. Die haben einen Schwerpunkt auf Schicksals- und Zeitmagie. Dann gibt es Magie, die ziemlich makaber ist, also halt also die Zerfall quasi repräsentiert. Da hat man einen großen Einfluss auf Materie und den Tod als Arcanum. Arcanum komme ich noch zu. Dann gibt es dämonische Magie, die haben halt den Geist und Raum als Arcanum. Dann gibt es die energetischen, den Eifer quasi. Das ist dann das Arcanum pure Magie und Energien allgemein. Und dann gibt es noch so diese schamanistische Richtung, da geht es halt Richtung Leben und Geistwesen. Also während halt der Tod die Seelen von Verstorbenen zum Beispiel beeinflussen kann oder auch direkt Seelen von Menschen, ist es bei Spirit, also dem Geistwesen, eher Wesen, die aus der Geisterwelt kommen und dort auch gewachsen sind. Also nicht einen menschlichen oder natürlichen Ursprung haben in unserer Welt. Ja, zur Vorgeschichte ist es bei Mage so, bei Mage ist es halt so gewesen, dass es früher in ferner Vergangenheit Atlantis gab. Das war halt ein großes Reich, wo die Magier quasi sich gesammelt haben. Und dieses Atlantis ist irgendwann gefallen, also ist halt gestürzt worden durch den Übermut, die Hubris der Magier. Und bei diesem Zusammensturz der Hubris ist es halt auch dazu gekommen, dass die übernatürlichen Reiche, die ursprünglich mit unserer Welt mal verbunden waren, durch das die Magier auch anfangs halt ihre Magie auch bezogen haben und auch direkt ein Mensch sagen konnte, ich will jetzt Magier werden, ich verbinde mich damit, die wurden halt abgetrennt durch diesen Zerfall. Und dazwischen hat sich eine Kluft aufgetan, der sogenannte Abyss, also der Abgrund. Und dieser Abgrund schirmt die übernatürlichen Reiche von unserer Seite ab. Deswegen können Magier auch nur noch per Zufall einen Kontakt dazu aufbauen. Das heißt also, wenn jemand Magier wird, ist das kein willentlicher Akt mehr, wie in früher Vergangenheit, sondern Menschen erwachen einfach so. Ups. Kurz die Katze weg hier. Das ist geil. Jedenfalls kann es also sein, dass ein Mensch aufgrund von einem traumatischen Erlebnis oder irgendeiner spirituellen Begegnung oder halt, einfach in einem Traum von diesem Reich quasi kontaktiert wird und geprüft wird. Wenn dieser Traum halt, also die Seele nicht bereit war oder nicht fähig war, dann schüttelt man das Ganze hinterher als irgendwelche Drogenwirkungen oder halt als schlechten Albtraum ab. Aber wenn diese Probe halt gelungen wird, ist man hinterher ein Magier. Man ist quasi erwacht. Und dieser Abyss dazwischen, dieser Abgrund, der spielt auch noch eine ganz wichtige Rolle.
Denn früher konnten die Menschen, auch die Nicht-Magier, die Magie natürlich sehen und wussten, dass sie da war. Ich meine, es gab Drachen und Monster und alles drum und dran. Und dieser Abgrund, der sich aufgetan hat, der hat aber auch einen Schleier über die Seelen der Menschen gelegt, wodurch diese halt Magie nicht mehr wahrnehmen, nicht mehr davon wissen und auch total verneinen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Zauber wirke als Magier und ein Mensch, ein normaler Mensch oder ein Schläfer, so nennt man sie, sieht diese Magie, dann kann es sein, dass diese Dunkelheit, die auf seiner Seele liegt, diese Stille, die Lüge, wie sie auch heißt, die Magie dann unterbindet. Also durch diese Lüge wird dann quasi der Abyss, wird natürlich auch in Vibration versetzt und die Magie wird korrumpiert. Das heißt, Zauber können sich umschlagen, es können irgendwelche düsteren Erscheinungen kommen und alle möglichen Sachen. Das ist nur ein Paradoxon. So, das ganz grob dazu. Und Magier sind organisiert in Gruppen. Und zwar gibt es vier Gruppen, die sich noch an das alte Atlantis erinnern, weil die Menschen, viele Magier sind damals halt in das Reich geflohen, haben sie verteilt, aber hinterher wieder in kleinen Grüppchen zusammengetan und auch wieder zusammengefunden, so einigermaßen. Und diese vier Gruppen sind halt, tragen Funktionen, die die Magier früher schon hatten. Und zwar gibt es da den Adamantium-Pfeil. Das sind Magier, die halt gegen Monster kämpfen, die Magier beschützen, aber auch die Schläfer, die Sterblichen. Dann gibt es die silberne Leiter, das sind die Magier, die halt versuchen, die Kommune zusammenzuhalten, die Verbindungen aufbauen und auch versuchen, neue Magier zu finden. Das heißt, wenn irgendwo ein Mensch erwacht, versuchen sie halt dann Kontakt aufzunehmen und ihn aufzuspüren. Sie versuchen auch zum Beispiel, Menschen durch Seminare und so weiter so etwas an die Magie heranzuführen, in der Hoffnung, dass sie dann bereiter werden zu erwachen. Das ist halt so eine Theorie, die Magier noch haben. Ja, dann gibt es noch den Grauen Schleier, ich glaube, so hieß es. Das sind quasi die Geheimpolizei der Magier. Die versuchen halt zu verhindern, dass niemand von der Magie erfährt und dass das Wissen der Magier halt geschützt bleibt. Die passen auch unter den Magiern selbst auf, dass da nicht irgendwas schief läuft. Ein bisschen Gestapo-like oder Stasi-like. Und dann haben wir noch das Mysterium, das sind die Wissenssammler, die halt versuchen, alte Ruinen zu finden, wo noch Wissen von Magiern drinsteckt und allgemein Wissen horten, also auch allgemein Forschung betreiben. Und diese vier arbeiten zwar jedes autark für sich, aber natürlich auch ein bisschen zusammen. Und dann eine ganz neue Geschichte ist halt, dass eben gerade in der modernen Zeit natürlich dieser Freiheitsgedanke der Menschheit aufkommt, für Magier unvorstellbar aus der alten Tradition. Deswegen gibt es halt noch die Unabhängigen, diese Free Circle, wie sie sich nennen, also der freie Kreis. Das sind Magier, die halt meinen, gleiches Recht für alle und es gibt keine Hierarchien und wir brauchen keine Herrscherstrukturen, wie man das halt so kennt. Bei den Vampiren waren es die Anarchen, hier sind es halt der freie Kreis, der Free Circle. Ja, das zu der groben Struktur. Gucke ich schon mal, ob wir welche Fragen haben. System Mage, The Awakening, natürlich. Da wurde auch schon geschrieben, gut. Ja, ich muss mal gucken, wie es mit den Kommentaren läuft. Ich mache das tatsächlich das erste Mal so wirklich in größerer Form. Ich habe nur einmal kurz einen Test vorgemacht. Aber gut, kommen wir gleich mal weiter. Ja, die Magie ist wie gesagt in Arcanum, also Arcanas, unterteilt. Es gibt 10 Arcanas, die das Gesamtbild der Welt umschließen. So gibt es das Arcanum der Energien, wo halt eben Schwerkraft, Schall, Licht und Strahlung und sowas unterfällt, Strom natürlich auch. Dann gibt es das Arcanum der Materie, das ist eben ja alles feste Substanz, auch Wasser zum Beispiel. Dann gibt es Arcanum für Magie selbst, also die magischen Ströme, da fallen auch Illusionen mit rein. Dann gibt es Geist, also Verstand, analytischer Verstand oder eben auch der aktiv denkende Geist. Dann gibt es Tod. Erklärt sich von selbst, Zerfall, Tod und halt Geister oder Untote. Dann hat man Spirit, die Geistwesen und auch die Seele im lebenden Zustand. Dann haben wir noch, kurz überlegen, Zeit natürlich. Zeit kann sein, dass man kurze Vorahnung hat oder auch durch die Zeit reist im Endeffekt später, dass man Zeit langsam auch verfließen lassen kann und solche Sachen. Dann gibt es Schicksal. Darunter fallen auch Spüre, also unter Magiern mal eben kurz zu sagen, ich mache das, wird oftmals mit Schicksalsmagie so verstärkt, dass das Versprechen auch wirklich eine Bedeutung hat. Aber auch gutes Glück und schlechtes Pech quasi, das spielt halt auch eine große Rolle damit. Man kann mit Fate ziemlich viel machen, also mit Schicksal. Dann haben wir Raum, dazu kann man halt sagen, Teleportation fällt darunter, Raum wahrnehmen, Sachen finden, das fällt alles in das Arcanum Raum.
Und ich habe es bestimmt irgendein Arcanum vergessen. Falls es nur irgendwann erwähnt, zufälligerweise werdet ihr es erfahren. Aber jede dieser fünf Magier-Schulen, die ich vorhin genannt hatte, also die fünf Richtungen, hat halt zwei Arcana, die besonders gut beherrscht sind, wo man auch zu Anfang automatisch Punkte drin bekommt oder bekommen muss, sich aussuchen muss. Und jeder Magier kann aber rein theoretisch jedes Arcanum lernen. Es gibt pro Bereich wiederum noch eins, was schlechter ist. Da kann man dann nicht ganz so schnell Punkte steigern. Das kostet dann halt mehr und man kommt auch nicht so weit ohne Hilfe. Aber rein theoretisch kann jeder Magier jedes Arcanum so hoch steigern, wie er möchte. Das kostet halt nur verschieden viel oder man braucht eben Lehrmeister dafür. Und diese Arcana sind, wie ich schon gerade sagte, relativ weit gefasst. Sie sind halt 10 insgesamt. Und es gibt auch keine vorgeschriebenen festen Zauber, wie man das zum Beispiel bei DSA, AD&D oder D&D oder alle anderen Systeme so meistens kennt, außer Plüschbrauch und Plunder hat noch ein schönes improvisiertes System, sondern man hat tatsächlich Flexibilität. Das heißt, je nachdem, wie viele Punkte man reingesteckt hat, kann man etwas damit machen. Man sagt zum Beispiel, ein Punkt in einer Erkennung zu haben, ist halt Wahrnehmung und minimalsten Einfluss darauf. Zwei Punkte kann man schon die Sache etwas abschwächen, etwas verstärken, vielleicht auch mal ein bisschen mehr machen. Bei drei hat man dann schon die Möglichkeit, Schadenszauber zu wirken. Man kann schon wesentlich, ja, es wirklich sehr stark verstärken. Und bei Enden tut es halt bei 5, wo man das Arcana, also die Materie des Arcana, aus dem Nichts hervorholen kann oder auch komplett vernichten kann. Und je nachdem, wie viele Punkte man reingesteckt hat, kann man, wie gesagt, die Sachen machen. Und sobald man noch nur einen hat, kann man schon eine magische Sicht anschmeißen, mit der man halt auch Magie allgemein sieht, aber auch die Sachen wahrnehmen kann. Und Mage ist halt, wie ich schon sagte, bei World of Darkness allgemein ein Storyteller-System. Das heißt, das Erzählen spielt eine große Rolle. Und deswegen sind die Magieeffekte halt auch niemals wirklich immer gleich oder statisch, sondern bei der Sicht zum Beispiel ist es halt so, wenn ich jetzt Energy Forces hätte, also das Energiespektrum, und ich schmeiße meine Sicht dazu an, dann würde ich zum Beispiel sehen können, wie die Stromleitungen durch die Wand verlaufen. Ich könnte die Temperatur des Raumes als leichte Vibration wahrnehmen oder Schall zum Beispiel sehen, der durch den Raum fliegt. Das kann man als Spielleiter auch gut beschreiben. Und auch bei den anderen magischen Sachen ist es halt so, wenn ein Magier was machen will, sagt er halt, was er machen möchte und der Spielleiter sagt, in welcher Form das möglich ist und es wird tatsächlich eben auch dann durch Erzählen dann quasi umgesetzt. Und die Probe läuft halt so ab, dass man ganz einfach auf dem Arcana würfelt plus die Gnosis. Gnosis ist quasi die Stufe des Magiers selbst. Und je mehr Gnosis man hat, umso eher ist natürlich dann die Wahrscheinlichkeit, dass man etwas schafft. Gnosis als Attribut erlaubt einem auch zum Beispiel, dass man mehr Mana ausgeben kann. Das heißt, man kann auch mehr Zauber wirken. Mana, wie ich das schon gerade sagte, ist halt die Energie für die Zauber. Und seine Hauptarkana braucht man normalerweise keine Magie, Mana für ausgeben. Aber alle anderen Zauber, die man wirkt, kosten man mindestens einen Mana. Und je nachdem, wie stark der Effekt ist, kann es auch mehr kosten. Es gibt ein paar Regeln, aber es kann auch spielleiterabhängig sein. Ja, okay. Das dazu. Nein, es geht nicht um Vampire, es geht um Mage, The Awakening, New World of Darkness. Gut, zu der Magie, wie gesagt, auch noch die Paradoxen. Wie ich das vorhin schon sagte, wenn man einen Zauber wirkt, der von Menschen gesehen wird, kann es sein, also ist dann die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass ein Paradoxon passiert. Bei Zaubern, die allgemein einen physischen Effekt haben, ist normalerweise immer eine geringe Chance da, dass es ein Paradoxon kommen kann. Aber sehen Menschen dabei zu, Schläfer, ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher. Und beim Paradoxon ist es halt so, zuerst bevor man die Zauber würfelt, würfelt man, ob ein Paradoxon passiert. Und wenn ja, kann man das noch mit Lebensenergieverlust versuchen zu unterbinden. Aber es kann halt immer auch durchkommen. Und leichte Paradoxon-Effekte sind halt, dass der Zauber, wie gesagt, fehlschlägt oder umschlägt. Dann kann es aber auch passieren, dass zum Beispiel der Magier selbst irgendwie einen Effekt auf sich kriegt, dass er zum Beispiel, wenn er einen Todeszauber gewirkt hat, dass er plötzlich fahle Haut kriegt für einige Zeit, bis hin zu, dass die ganze Umgebung von dem Arcanum quasi eingefärbt wird. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Energiezauber verholze und so ein Paradoxon erscheint, dass die ganze Gegend sich verändert, dann kann es zum Beispiel sein, dass in der Gegend plötzlich Stürme aufkommen oder der Strom total überlastet wird, alle elektronischen Geräte durchbrennen und solche Sachen. Und
Dann gibt es natürlich noch ganz zum Schluss, dass das die Welt komplett durchbricht und irgendein Wesen aus diesem übernatürlichen Reich quasi durchbricht und korrumpiert ist und dann absolut rampaged, also halt da dumm drum rennt und halt alles umbringt, was es in den Finger kriegt. Paradoxen will man natürlich verhindern. Deswegen kann man Zauber auch tarnen, dass halt dieser Effekt, dass Menschen es sehen, in dem Augenblick unterbunden wird. So kann man zum Beispiel zwar ein Zauber wirken, der jetzt zum Beispiel bei Energie Feuerschaden macht, also Explosionsschaden. Aber wenn ich den tarne, also jetzt nicht einfach den Feuerball in die Menschenmenge schmeiße, sondern halt sage, okay, ich nehme jetzt einen Stein, schmeiß den, schrei Granate und lass den Stein explodieren, dann ist das für die Menschen glaubwürdig. Und dieser Effekt ihrer Seele greift in dem Augenblick nicht und unterbindet den Zauber. Und das geht halt bei vielen Bereichen. Man kann zum Beispiel, wenn man jetzt den Boden irgendwo einstürzen lassen möchte, Bauschilder vorher aufstellen, dass die Menschen glauben, das ist eine Baustelle. Oder halt, wenn ich jetzt irgendwo ein Rohr von der Wand abplatzen lassen möchte, kann ich einfach grob mal mit der Pistole in die Richtung schießen, dass es halt abplatzt. Und da kann man ziemlich kreativ sein, muss man auch. Allgemein ist bei Mage das Magiesystem sehr auf Kreativität basiert. Ja, dann noch ein bisschen so zum Hintergrund. Es gibt halt bei jedem der World of Darkness Regelbücher, wie auch bei Mage, natürlich Antagonisten, die schon quasi vorgegeben oder bereitgestellt werden. Bei Mage ist es halt so, dass damals bei diesem Hubris, als die Welt zusammenbrach, einige Magier oben in den übernatürlichen Reichen geblieben sind. Und die Guten unter denen haben diese Wachtürme aufgebaut, durch die die Menschen noch erwachen können. Die Bösen allerdings haben sich dort oben eingenistet und wollen das so erhalten, wie es ist, weil sie halt von da oben übernatürliche Macht haben und versuchen, auf unsere Welt Einfluss zu haben. Und genauso gut wie die Magier, also normalerweise die Spieler und ihre Kreise, versuchen natürlich diese Welten wieder zusammenzuführen oder dafür zu sorgen, dass mehr Magier erwachen, um halt ja, die Magie zurückzubringen, dass es eben nicht so gefährlich ist, Magie zu wirken, gibt es halt auch welche, die für die andere Seite arbeiten, die versuchen, die Magier ja, davon abzuhalten, die Welten wieder zu vereinen, die verhindern wollen, dass die Schläfer Magie für sich entdecken, sondern die halt diese Macht ausnutzen wollen, diese Machtpositionen. Die nennt man halt die Seher des Throns. Und dann gibt es noch Banisher, heißen sie. Das sind quasi Magier, die erwacht sind, die es aber als Fluch sehen und versuchen wieder durch diese erhaltene Macht jetzt versuchen, alles Mögliche zu vernichten, was irgendwie übernatürlich ist, wozu natürlich auch Magier gehören. Und diese Banisher haben teilweise auch Fähigkeiten, dass sie zum Beispiel ja, Wissen den Magiern aus dem Verstand raussaugen, dass sie halt zum Beispiel routinierte Zauber verlernen, komme ich gleich nochmal drauf zu, auf routinierte Zauber, oder einfach sie umbringen. Sie binden sich auch in Packs zusammen, oft unter irgendwelchen religiösen Schleiern, ich sage da nochmal Kirche, und halt versuchen dann, ja, das Ganze halt eben zu stoppen. Und was ich noch meinte mit routinierten Zaubern, es gibt zu jedem Effekt, den ein Zauber hat, in dem Grundbuch auch ein Beispiel, Rote heißt das, Rote kann man übersetzen als Routine. Man kann einen Zauber auch als Routine fest lernen. Das hat einmal den Vorteil, dass man in dem Fall meistens mehr Würfel hat zum Zaubern. Zum Zweiten ist es aber auch schwerer, ein Paradoxon kann dann mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit mal auftauchen. Weil ein Rogue ist halt ein routinierter Zauber und alles, was Routine hat, ist halt nicht wild improvisiert, da geht weniger schief. Und auch noch sehr wichtig in Erfahrung zu bringen, ist halt, immer wenn man etwas zaubert und ein Effekt da ist, kann man rein theoretisch an der Signatur versuchen herauszufinden, welcher Magier das war. Jeder Magier hat eine eigene Schwingung quasi in der Magie und das kann man halt nachlesen. Ein routinierter Zauber durch die Routine ist banaler und somit nicht so einfach nachzuvollziehen, welcher Magier das war. Das spielt vor allem eine Rolle, weil wenn man Space hat, also Raum als Arcanum, kann man eben Zauber auch auf nicht nur auf Sicht wirken, sondern eben auch wesentlich weiter. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Magier nicht nur seine Signatur gelesen habe, sondern auch noch weiß, wie er sich schimpft oder noch irgendwas anderes über ihn weiß, ich kenne ihn vielleicht sogar persönlich, dann kann ich per Magie direkt auf ihn wirken. Ich kann ihn beobachten, ich kann Todeszauber auf ihn wirken, über Zeit, über Rituale, alles Mögliche. Das will man natürlich verhindern. Deswegen tragen Magier auch einen Straßennamen, so einen Schattennamen. Zum Beispiel heißt dann Karl-Heinz Gnöttgen halt der Verschlinger oder einfach Semikor, wie auch immer. Weil durch diesen Schattennamen löst man sein eigenes Ego davon ab. Und es ist halt schwerer nachzuvollziehen, wer die Person ist und somit auch schwerer auf Ferne halt Zauber auf sie zu wirken.
Ja, und vom Setting her spielt Mage in der heutigen Zeit. Das heißt, es ist wirklich unsere Zeit, in der wir heute leben, mit all den technischen Errungenschaften, genauso wie auch Vampire, Werewolf und die anderen Systeme halt auch alle heute spielen. Und das macht es auch besonders interessant. Bei Mage zum Beispiel ist es so, dass als Startstadt im Grundbuch und auch in einem Erweiterungsbuch, guck mal, was ich habe hier, in Boston Unreal, sieht man schon, es spielt in Boston. Boston ist halt die Stadt, wo das MIT ist und auch Harvard ist gleich direkt um die Ecke. Und es ist halt eine riesengroße, sehr studentenreiche Stadt, hat eine reiche Kultur, es gibt halt den irischen Einfluss und auch diverse, auch ein jüdisches Viertel zum Beispiel. Und nicht Bob. Jedenfalls ist es in Boston halt so, dass man dort im Grundbuch noch nicht viele Infos hat. Es gibt so ein paar banale Infos, was dort halt so existiert, ein paar kurze Beschreibungen zu den Vierteln, wie die Magier ungefähr organisiert sind. Ein kleiner Hintergrund ist auch noch mit drin. Und in diesem Boston Unreal Buch gibt es halt dann wirklich direkt feste Zirkel von Magiern, die vorgeführt werden. Die Strukturen werden genauer beschrieben. Es gibt noch mehr lokale Hintergrundgeschichte, Storyhooks und so weiter. Was ich aber halt cool finde in der heutigen Zeit ist, das habe ich beim Plan selber auch häufig benutzt. Gerade in Amerika spielt ja Google Maps eine ganz große Rolle. Das heißt, man kann zum Beispiel Locations über Google Maps sich angucken. Man kann einen Kameraflug durch die Straße machen. Man kann sich Häuser angucken. Man kann zu den Häusern, zu den Gebäuden, zu den Institutionen Sachen rausgoogeln. Man kann Preiskarten von Kneipen oder von irgendwelchen ja, Restaurants finden. Man findet Zeitungsartikel, was für Events da stattfinden. Also die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Es geht sogar so weit, dass man in Google Street View teilweise in Gebäude rein kann. Manchmal sogar schon in kleine Kneipen, aber auch Museen kann man von innen schon betrachten aus dem Internet. Also ich habe halt meine Abenteuer früher so geplant, dass ich wirklich die Locations fest aus Google Maps rausgezogen habe. Also auch über Lesezeichen gemacht habe, genau geschrieben habe, wo ist was, bis hin, dass ich mir sogar Wetterberichte angeschaut habe, ob es passt, was ich mir vorgestellt hatte. Ich habe mir Events, also zum Beispiel so eine Veranstaltung, so ein Gärtnertreffen in irgendeinem Stadtpark habe ich mal rausgesucht, das umgesetzt. Ist halt auf jeden Fall richtig gut. Okay, der Ton kratzt etwas, höre ich gerade. Ich versuche dann mal einfach, den Verstärker mal etwas runterzuschrauben. Das war Ton aus. weil ich habe hier eine Verstärkung drin. Das Mikro ist nicht das Beste, aber ich fahre die mal so ein bisschen runter. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Ja, wieder zurück zum Thema. Was ich halt bei Mage auch noch sehr gut finde, eine Geschichte, die es auch bei den anderen World of Darkness-Systemen noch gibt, es gibt so sozusagen eine Art Prestigeklasse. Also es gibt halt, wie schon gesagt, diese fünf Grundstämme, von denen die Magier abstammen können. Und es gibt aber auch noch Organisationen, die halt eigene Magie entwickelt haben und denen man beitreten kann, wenn man die Voraussetzungen erfüllt. Zum Beispiel die Tremere, die man früher aus Vampire kannte, sind jetzt bei Mage dabei. Weil bei Vampire waren es ja Magier, die halt versucht haben, die Unsterblichkeit eines Vampirs zu stehlen und dabei selber zum Vampir wurden. Shit happens. Hier ist es jetzt so, dass die Tremere halt noch weiterhin Magier sind, aber sie brauchen eben Seelen, die sie konsumieren, um halt um die Unsterblichkeit zu erhalten. Und man kann eben sich dazu beitreten oder halt natürlich die ganzen Sachen, die Tremere als Antagonisten einbauen. Das geht auch genauso gut mit vielen anderen Sachen. Es gibt so schamanistische Gruppierungen, irgendwelche Traumwanderer, was auch immer. Man kriegt quasi. Stimmt. Gleich geblieben? Oh, das ist interessant. Jedenfalls gibt es halt auch viele, viele andere. Im Grundbuch werden schon, ich glaube, drei der vier der fünf erwähnt. Es gibt halt in den Erweiterungsbüchern, also es gibt einmal ein Buch zu allen Watchtowers zusammen und dann gibt es nochmal jeweils ein Buch für die fünf Gruppierungen, also die vier Atlantischen und einmal den Freien Kreis. Da sind halt auch nochmal solche Sachen drin, also so Hintergründe, so Legenden, wie sie heißen. Und dann gibt es auch extra zwei Bücher mit Legenden. Man muss natürlich nicht alle benutzen und alle reinschmeißen. Vor allem muss man halt bedenken, dass in einer großen Stat jetzt vielleicht, wenn es hochkommt, 50 bis 100 Magier in so einer Metropole quasi leben. Da wird natürlich nicht alles vertreten sein. Aber man hat eben die Möglichkeiten, es einzubinden.
Und was am Mage mir gefällt, man hat auch diesen Hintergrund, dass eben in alten Ruinen, in den Pyramiden, in den Inka-Tempeln, wo auch immer, oder verschütteten Höhlen, natürlich immer noch Wissen von Magiern stecken kann. Es ist halt verschüttet. Und Normalsterbliche werden die Zeichen noch nicht erkennen oder die Magie nicht spüren. Aber als Magier kann man natürlich dann auf Suche gehen. Das heißt, man hat in Mage tatsächlich auch Dungeon-Crawling mit drin, wenn man will. Aber die Abenteuer können halt sehr versiert sein. Man kann Geistergeschichten einbauen, sobald auch nur einer Ghost oder Tod oder Geistwesen, also Spirit, als Arcana hat, kann man halt Geister mit einbauen, Geistergeschichten machen. Man kann total abstruse Sachen machen, wie das irgendwo zum Beispiel zeitreisenmäßig, dass irgendwie ein Magier durch die Zeit gereist ist und in der Vergangenheit irgendwas gemacht hat und die Magier müssen es korrigieren. Oder ja, man kann durch Magie auch Technik sehr beeinflussen. Zum Beispiel kann man mit Mind und Forces eine KI programmieren, die plötzlich alle Rechner infiltriert. Also die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Und diese Unbegrenztheit in den Möglichkeiten ist auch ein Grund, warum ich sage, dass Mage nichts für Anfänger ist. Vor allem nicht für Spielleiter, die gerade anfangen. Einfach, weil man so viel bedenken muss. Also bei Mage, wenn man plant, muss man wissen, einen roten Faden gibt es nicht. Man kann zwar planen, was passiert ist. Und man kann auch planen, was ungefähr grob vielleicht passieren soll. Also was jemand vorhat oder so. Aber was im Endeffekt wirklich passiert, das kann man nie vorhersehen. Also ich selber habe da genug Erfahrung gemacht. Meine Gruppe hat so oft meine Pläne komplett über den Haufen geworfen, dass ich halt einfach angefangen habe, gar nicht mehr zu schmieden, was groß passiert, sondern eigentlich mehr wirklich nur überlege, was ist passiert, und dann lasse ich die Spieler mal drauf los und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und das, ich überlege mir halt mehr, welche Motive haben die einzelnen Personen oder Parteien in dem Abenteuer, anstatt dass ich mir überlege, fest, wann macht wer was. Und wenn man darauf aber eingeht, dann ergibt sich bei Mage wirklich ein Storyfluss und eine Vielseitigkeit, eine Kreativität durch dieses Magiesystem, überhaupt wie die ganze Story halt sich dann abhandelt, das erlebe ich bei keinem anderen System in der Form. Und das finde ich halt absolut faszinierend an Mage, weswegen ich es selber auch mittlerweile als mein Lieblingssystem bezeichne, wenn es ums wirkliche Rollenspiel geht, um Storytelling geht. Ich mag zwar Pathfinder als System selber gerne, weil es einfach cool ausbalanciert ist und viel Action bietet und so weiter. Aber so wirklich die Geschichten zu erzählen, das Erlebte, wie man sich hinterher fühlt nach dem Abenteuer, was man da für einen Film im Kopf hat, das ist bei Mage einfach unvergleichlich. Und deswegen finde ich auch absolut geil, dass wir halt, dass ihr als Zuschauer die Wahl getroffen hattet, dass ich dann halt eben eine Mage-Runde leite hier. Und ja, ich denke mal, zumindest einen meiner Spieler sehe ich auch schon in den Kommentaren. zumindest glaube ich, dass er mitspielen wird. Und es werden auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall genug Personen für die Runde schon zusammen. Jetzt geht es halt nur darum, noch wirklich einen festen Termin zu finden, Charaktere zu machen und eben ja auch zu gucken, dass auch wirklich alle können. Und 3 oder 4 Spieler werden es sein. Das würde mich riesig freuen. Ja, jetzt das so als grobe Abhandlung erstmal meinerseits. Jetzt die große Frage, habt ihr noch Fragen zu Mage? Irgendwelche, alles möglich. Ich habe alle Bücher, die ich habe, da liegen. Und ich kann euch alle Fragen auch gerne beantworten, so gut ich es kann. Und es würde mich interessieren, gibt es noch irgendwelche Fragen, die ihr habt? Jetzt warte ich mal die Kommentare auf, das dauert ein bisschen, bis ihr antwortet. Ghostbusters Mage Edition. Tatsächlich kann man Geistergeschichten sehr viel machen. Kannst meine Runde mal fragen. Meine alte. Ich finde übrigens schade, dass ich in den Kommentaren nicht runterscrollen kann. Das ist sehr schlecht. Ich gucke mal, ob ich jetzt irgendwie jemand neu öffnen kann. Nee, es bleibt dabei. Wenn ich auf Kommentieren drücke. Gucken wir mal da. Nee, da kommt nichts. Nee, groß machen wir wieder auch nicht. Ja. Okay, also Fragen scheinen anscheinend keine anzustehen. Wenn ihr noch welche haben solltet, bevor ich das Video gleich beende. Bestimmtes Alter? Nein, danke. Es gibt kein bestimmtes Alter. Rein theoretisch kann ein Kind schon als Magier erwachen. Es muss halt nur von der Seele her diesen Test bestehen, also der halt da ankommt. Das kann aber genauso gut auch ein alter Herr sein. So als kleine Beispiele,
Ich hatte mal eine Story gemacht, wo meine Spieler böse Wesen, die aus einem Paralleluniversum kamen, Menschen infiltriert haben, um halt dann die auszusaugen. Sie haben sich dann in den Emotionen der Menschen gelabt. Also eine der beiden Figuren, die infiltriert wurde, hat zum Beispiel Selbsthilfegruppen gegründet und dann sich also an dem Leid der Leute gelabt. Und die Infiltrierten hatten aber eine Tochter. Und die Tochter hatte dann eben total, wusste natürlich nicht, was mit den Eltern passiert, weil sie haben sich verändert. Und dann kamen auch noch diese komischen Besucher, die da rumschnüffeln im Haus, also die Spieler quasi. Und dadurch kam sie halt so sehr mit der Magie in Kontakt, dass ich sie habe dann erwachen lassen. Und sie war halt noch wirklich ein junger Teenager und ist halt dann eben auch Magier geworden mit dem Bezug zum Tod, einfach weil die Eltern irgendwann auch durch Tod waren, ausgelutscht, ausgesaugt. Und das war schon sehr interessant. Genauso gut kann es aber auch ein alter Mensch sein oder ein Mensch im guten Alter, sag ich mal. Noch ein Beispiel, zum Beispiel zu traumatischen Erlebnissen. Eine Vorgeschichte aus meiner alten Runde war, das war ein Kriegsveteran, der hat halt im Lazarett plötzlich gehört, wie die Toten um ihn herum gesprochen haben, mit ihm geredet haben. Und der hat halt total die Paras gehabt, weil er noch wach war und plötzlich die Leute um ihn herum, wo sie tot waren, mit ihm geredet haben. Und dieses traumatische Ereignis hat dann zu seinem Erwachen geführt. Und als sein Verstand sich dann langsam wieder gelegt hatte, hat er halt gemerkt, okay, irgendwas ist hier anders. Und er hat halt gelernt zu zaubern. Und es kann halt immer passieren, rein theoretisch. Wobei natürlich jetzt, ich sag mal, ein Kleinkind, glaube ich, hat es wesentlich schwerer, so einen Test zu bestehen, was da auch kommt. Man wird ja immerhin auf unseren inneren Dämonen getestet. Auch gutes Thema, um darauf zu kommen. Aber rein theoretisch kann es in jedem Alter passieren. Und dann noch eine Sache, was ich gerade sagte mit dem eigenen Dämonen. Es gibt in Mage nicht nur die übernatürlichen Reiche und den Abgrund dazwischen und die Schattenwelt, aus der quasi die Geister kommen und die Zwischenwelt, in der sie halt leben. Also wenn hier ein Poltergeist umherfliegt, ist er in der Zwischenwelt. Sondern es gibt auch die internen Welten, kann man sagen. Also jeder Mensch hat in sich selbst eine eigene Welt, ein eigenes Mikrouniversum, worin ja, sein Charakter, seine Seele, seine Erfahrung halt eine Rolle spielen, die dadurch geformt wird. Dann gibt es die kommunalen Welten. Also jede Gruppierung von Menschen hat ein eigenes zusammenhängendes Traumreich, wenn man das so will, wo auch dieses Zusammenspiel der Menschen eine Rolle spielt. Und dann gibt es die Anima Mundi, heißt sie, glaube ich. Das ist die große alternative, also Zusammenspielwelt der gesamten Welt zusammen. Und ein Mensch kann, also ein Magier kann, wenn er meditiert, in sich selbst versinken, in seine eigene interne Welt gehen und dort sich seinen Dämonen stellen, seine Ängsten stellen und auch Abenteuer erleben. Man kann als Gruppe auch in eine solche Seele eintauchen in Meditation. Das ist quasi wie ein Astralraum. Und man kann dann zum Beispiel auch Menschen helfen, indem man in ihrem Inneren die Dämonen besiegt. Oder halt eben auch in Kommunen den Wurm suchen quasi. Und dadurch ergeben sich noch ganz, ganz eigene Möglichkeiten dazu. Allein dazu gibt es auch ein eigenes Buch, das heißt Astral Realms. Das liegt ja auch noch drum rum. Das habe ich aber relativ neu, da habe ich noch nicht groß drum rumgestöbert. Ja, und in die übernatürlichen Reiche zu reisen, geht auch nur über diese Traumreisen im Endeffekt. Also man kann dazu halt Kontakt aufsuchen. Aber wirklich hinreisen, das ist halt ein Ziel, was die Magier früher hatten und wodurch es auch dazu kam mit den Körpern, wozu es auch dazu kam, dass die Welten zusammengebrochen sind. Ja. So. Also mein Abenteuer, was ich machen werde, ist selbstgemacht, weil ich vorgefertigte Abenteuer nie spiele. Ich habe bis jetzt nur ein einziges vorgefertigtes Abenteuer meines Wissens gespielt. Und das hat die auch noch etwas abgeändert, damit es gut passt. Das war damals so Pathfinder, also Vergessene Reiche, D&D. Da hatte ich den Unterberg, den Dungeon, das Third Edition, das Buch mal genommen und das umgesetzt. Das ist aber auch wirklich so ein 250-Seiten-Abenteuer, was echt krass war. Es hat, glaube ich, ein halbes Jahr gedauert. Also ich glaube 12 oder 14, 15 Spieltage haben wir daran gesessen. Aber gut, nein. Das Abenteuer, was ich machen werde, wird selbst geschrieben sein. Allein schon deswegen, weil ich ja auch vorhabe, die Zuschauer, also euch, mit einzubinden. Das heißt, ich werde mir Stellen überlegen, wo es mehrere Möglichkeiten gibt und rechtzeitig vorher euch als Zuschauer entscheiden lassen, also per Abstimmung. Wie ich das noch genau mache, werde ich sehen, weil jetzt zum Beispiel Kommentare zu lesen ist schwer und blöd, weil ich selber sehe nur die letzten vier. Das heißt, ich muss dann quasi, wenn eine Wahl kommt, immer schnell hingucken, was da passiert. Deswegen gucke ich mal, ob ich eventuell dann auf der Page nochmal Umfragen erstelle, die dann peu à peu kommen. Ja, aber das Abenteuer wird selbst geschrieben sein mit solchen Entscheidungsmomenten.
Und ich werde es auch etwas auf die Gruppe zurechtschneiden, damit es auch gut passt. Normalerweise plane ich meine Abenteuer immer so, ich habe eine Idee, ich schmeiße es rein, sollen die Spieler gefälligst selbst damit fertig werden. Das werde ich jetzt hierbei vielleicht ein bisschen abändern, einfach weil ich auch gucken muss, welche Arkana sind vorhanden, was könnte wirklich groß Spaß machen, was könnte wo passieren und so. Und ja, allein schon, weil ich jetzt auch das mit den Möglichkeiten machen möchte, wird es wahrscheinlich schon etwas mehr zugeschnitten sein. Und da ich jetzt vorhabe, die Charaktere jetzt versuche, zumindest in der nächsten Woche fertig zu kriegen, dass ich genug Zeit habe, auch zu planen, ja, wird es da auch mal gucken. Also, spoilere ich jedenfalls nichts. Und ja, ich werde es auf jeden Fall selbst zusammenbasteln. Eine Bingo-Fee. Tatsächlich war die Idee schon da, dass ich eine zweite Person dazu nehme, eventuell. Das finde ich aber ein bisschen blöd, weil diese zweite Person sonst nichts zu tun hat, außer auf dem Bildschirm zu starren und halt zu gucken, was da passiert. Finde ich unpraktisch. Vor allem auch wenn die Person zum Beispiel jetzt ja, extern wäre, also sprich woanders am PC sitzt und mir die Nachrichten schreibt, was ist, wird es auch schwer. Also ich werde mir das auch überlegen. Vielleicht mache ich auch einen kurzen Test mit irgendwas, mal schauen. Ihr werdet es sehen, weil ich kann nur über die Page Pen and Paper Rollenspiele streamen. Über Privatkonto geht bei Facebook noch nicht. Jedenfalls nicht vom PC aus. Ja. Nein, ich brauche auch keinen Social Media Beauftragten. Ja, sonst noch irgendwelche Ideen, Fragen vor allem, die noch jetzt im Raum stehen könnten? Gucken, Nachrichten habe ich glaube ich keine sonst bekommen. Nein. persönlicher Assistent, süß. Ich brauche kein Lenore. Ja. Leute, hört auf, Katze. Eine Katze sitzt gerade da oben auf dem Schrank. Das ist die Süße, die ihr alle streichen und lieb haben wollt. Und einmal ist Ossi noch hier, der liegt hier auf dem Sofa und schläft vor sich hin. Ja, ich glaube, Live-Auftritte sind nicht so sein Metier. ja, ansonsten, was könnte ich noch sagen zum Mage? Wie gesagt, es gibt einige Zusatzbücher. Welche noch zu erwähnen sind einmal ein Buch über Ruinen und halt Überbleibsel aus vergangener Zeit. Da sind auch noch so ein paar Antagonisten mit drin. Dann gibt es natürlich zu Banishers, also den Banishern und zu den Seers of the Throne, also den Thronsehern, auch noch ein eigenes Buch. Dann gibt es ein Buch, was ich auch sehr süß und sehr cool finde. Gucken, ist es? Ah, eben. Intruders. Das ist halt ein Buch voller Antagonistenideen. Bei World of Darkness gibt es keine Monster-Kompendium in der Form, sondern nur Bücher, die halt viele ja, Story-Hooks in Form von Kreaturen oder Wesen oder Charaktere liefern. Und hier sind halt ungefähr, ich glaube, 20, 25, 30 solche Sachen drin, wie zum Beispiel irgendwelche Symbionten, die aus alternativen Universen kommen und die Menschen infiltrieren, irgendwelche Flüche und Krankheiten, die auf Magiern lasten und sie ausbreiten, oder auch auf Vampiren zum Beispiel und dann dadurch halt besonders Probleme hervorrufen. Und das Buch ist ziemlich cool, weil eigentlich jedes dieser Dinger ein eigenes Abenteuer darstellt im Endeffekt und ziemlich kreativ. Wie gesagt, Intruder, das kann ich nur empfehlen. Ja, dann gibt es halt noch ein Buch, was so Spielleitertipps zu Abenteuern liefern soll, auch wie man zum Beispiel die Verwandten oder den Freundeskreis von den Charakteren mit einbindet, was auch sehr interessant ist, oder auch Romanzen zum Beispiel. Ja, dann gibt es noch ein Büchlein. Ja, zum Thema Beschwörung. Da sind noch spezielle Regeln drin, wie man halt Wesen beschwört oder Energien beschwört und solche Sachen. Und ich würde gerade einzeln noch, genau, das Tome of Mysteries. Das ist nochmal ein Buch über Magie, auch wenn es einfach komisch klingt bei Mage. Ach, weil das Buch ist alles über Magie ist eigentlich. Aber in Tome of Mysteries sind nochmal spezielle, geht es nochmal ein bisschen darauf, mehr darauf ein, wie schreibe ich zum Beispiel eigene Rhodes. Es gibt ein paar mehr Beispielzauber, es gibt ein paar mehr Ideen, auch wenn magische Gegenstände macht. Das ist halt auch im Grundbuch schon drin, so grob die Regeln, aber hier gibt es noch ein paar mehr Möglichkeiten. Und dann gibt es noch Siegel in Sanctum. Das geht halt darum, wie man seinen Zirkel aufbaut, wie man seine Hütte, also seinen Rückzugsort quasi absichert, was man dort machen kann, wie man Bedienstete reinkriegt. Also es gibt halt Schläfer, die zwar Magie sehen können und nicht behindern, aber trotzdem keine Magier sind. Bei Harry Potter hießen sie ganz komisch. Hier nennt man sie Schlafwandler oder Tagträumer, wie man solche Menschen zwar nur einbindet.
Ja, und wie auch Magier zusammenarbeiten tatsächlich. Was für Signale machen sie? Zum Beispiel, welche Runen schreiben sie irgendwo an Wände, damit man erkennt, was da für Regeln herrschen? Oder überhaupt, wie reglementieren Magier sich und solche Sachen? Ja, wenn ihr Vampire schon mal gespielt habt, kennt ihr vielleicht noch den Wert der Menschlichkeit. Bei World of Darkness gibt es halt im Grundbuch die Moral, die ein Mensch hat. Also quasi, ob er nun mehr die saubere weiße Weste hat in der Seele oder ob er halt kriminell ist und sowas derartiges. Wenn der Wert auf Null fällt, wird ein Spieler zu einem Nichtspielercharakter. Bei Vampire ist es ja die Menschlichkeit, dass man die Menschlichkeit verliert und zum Monster wird. Bei Mage ist es die Weisheit. Und je mehr Weisheit man hat, umso höher kann man die Gnose steigern und umso weniger hart sind Paradoxen, die kommen. Und so je weniger lang halten sie auch an. Und Weisheit bindet sich halt zum einen auch an moralischen Aspekten. Also die Grundbedingungen von Moral sind immer noch vorhanden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden umbringe, geht die Moral, die Weisheit runter. Oder jemanden beklaue, das reicht schon, wenn ich halt Weisheit 7 habe und jemanden beklaue, geht es auch schon auf 6 runter. Aber es geht eben auch auf Magie zu. Das heißt, es fängt damit an, ganz unten natürlich, wenn ich jemanden in ein Tier verwandle oder Magie zum Schaden benutze, einfach so. Oder jemanden verfluche, bis hin zu, man kann Weisheit 10, den höchsten Wert, verlieren, wenn man Magie benutzt, was man auch auf unmagischem Wege erreicht. Also quasi das Gegenteil der Hubris, des Höhenflugs, das Gegenteil der Dekadenz, eben so wenig Magie benutzen wie möglich. Ja, nein, tut mir leid, wir können nicht direkt loslegen. Ah, das Abenteuer steht noch nicht und ich glaube, Mage zu improvisieren wird echt hardcore. Ich würde es machen, lieben gerne tatsächlich. Aber ja, nee, ich habe auch nur dich da, Junge. Sonst keinen. Ja, und Alex ist auch interessiert. Okay, hätte ich zwei da. Wie gesagt, übernächste Woche am Wochenende hoffe ich, es machen zu können. Das wäre richtig, richtig cool. Ja. Zu nochmal magischen Gegenständen, weswegen ich ja vorhin auch die Willenskraft so genannt habe. Wenn man einen Zauber wirkt, hat er eine gewisse Dauer. Man kann einen Zauber auch aufrechterhalten, also quasi so versuchen zu wirken, dass er permanent ist und aufrechterhalten, aber hat man mehr Zauber gleichzeitig aktiv, als man Konstitution, also Stamina hat, das ist ein Attribut, dann kann es passieren, also es wird halt schwerer, neue Zauber zu wirken. Die alten können halt verpuffen. Das ist halt einfach, dass der Körper nicht mehr Magie gleichzeitig managen kann. Man kann aber einen Willenskraftpunkt ausgeben, um einen Zauber von sich selbst zu lösen. Das heißt, wenn ich einen Gegenstand nehme und ihn permanent durch ein Ritual magisch mache, zum Beispiel ich nehme einen Dolch und härte mit Matter die Klinge, dass sie ultimativ hart und scharf ist, und mache das halt permanent, was durchaus dauern kann. Je nach Gnosis, je mehr man hat, umso kürzer ist der Zeitraum, kann man halt einen Willenskraftpunkt verbrennen. Und dadurch den Gegenstand permanent magisch machen. Natürlich kann man die Magie noch bannen, aber sie ist so lange effektiv drauf, wie es eben der Fall ist. Man kann aber auch diesen Willenskraftpunkt wieder regenerieren, was dann aber Erfahrungspunkte kostet und nicht von selbst passiert. Was hast du geschrieben? Skyly for President. Natürlich, alles besser als Sturmfrisur. Ja. Etwas Werwolf einfließen. Tatsächlich hatte ich mal eine andere Kampagne früher gemacht. Da haben die Menschen zuerst als Menschen angefangen, ganz normal Dark World of Darkness. Und da hatte ich die Spieler nach ein paar Abenteuern, also insgesamt erst mit allen möglichen Wesen aus allen Büchern konfrontiert. Also es gab halt ein Werwolfsclan, war halt im Stadtpark angesiedelt. Dann hatten wir Dann hatten wir einen Magier, eine Bibliothek mit seinem Lehrling und wir hatten Vampire, die einen Nachtclub geführt haben und so weiter. Und all diese Gruppen hatten untereinander Zwist, die Spieler waren halt mittendrin, die sind halt gestrandet in dieser Stadt. Und da hatten sie mit den Werwölfen zusammengearbeitet zum Beispiel. Und später war es dann so, dass die Spieler, habe ich halt die Wahl gegeben, okay, welche Richtung wollt ihr gehen? Wir lassen das Abenteuer mal so fließen, dass ihr jetzt die Wesen werdet, die ihr werden wollt. Aber Werwolf wollte keiner werden, auch wenn es eigentlich auch technisch so nicht möglich ist. Ich weiß, das ist bei Werwolf ja anders. Aber jedenfalls hatte ich dann, glaube ich, zwei Vampire und ein Magier in der Runde. Aber ja, Werwolf einfließen lassen. Werwölfe sind recht magische Wesen. Man kann sie in Mage natürlich auch benutzen. Ich könnte sie dem Abenteuer vielleicht auch einbinden. Muss ich mal schauen. Aber Werwolf ist natürlich etwas, was selten in der Stadt passiert. Und ich möchte das Abenteuer schon in Boston ansiedeln, einfach weil ich da mit dem Google Maps und Street View und dem ganzen anderen Kram viel machen kann. Vielleicht zum Beispiel wird es auch so sein, dass ich dann zwischendurch euch Links schicke als Zuschauer,
wo, das ist das Schöne bei Google Maps oder bei Street View, man kann ja eine Ansicht quasi als Link speichern und mit diesem Link alleine dann die Ansicht öffnen. Das heißt, ich kann rein theoretisch euch Locations zusenden. Oder aber auch, was ich in der letzten Runde hatte, ich habe ein Werbevideo zum Beispiel von der Universität für ein Studentenwohnheim, habe ich ein Werbevideo benutzt, um den Spielern zu zeigen, wo sie jetzt hin müssen, also wo sie halt hingehen und das ganze Haus vorgeführt da. Das ist echt schon geil. Also jetzt Gegenwart Amerika, alles ist möglich aus dem Netz zu betrachten, ist cool, macht richtig Laune. Ja, Chrissy ist auch dabei, mit Kamera, bist du dir sicher? Wäre cool, weil dann bist du die erste Frau, die mitmachen würde. Ansonsten sind alle recht kamerascheu hier. Kann ich aber verstehen. Ich glaube, es ist nicht jedermanns, vor einer Kamera zu sitzen und hier Rollenspiel-Session zu führen. Das ist vollkommen verständlich. Ja, noch irgendwelche Fragen zum Mage oder allgemeine World of Darkness vielleicht? Also ich bin jetzt offen für alles. Bin noch erst 50 Minuten dabei. Vielleicht immer so ein Beispiel, was man mit Dingen alles machen kann. Ich könnte zum Beispiel, wenn ich Space habe, also Raum und Forces, Energien, könnte ich rein theoretisch durch meinen Monitor oder durch die Kamera durchgreifen und von eurem Schreibtisch oder wo auch immer euer Monitor gerade steht oder Fernseher irgendwas greifen oder euch betrachten oder Magie auf euch wirken. Ich könnte rein theoretisch durch Meta selbst, ohne durchzugreifen, einfach dadurch, dass ich euch wahrnehme, durch Meta noch irgendwas machen oder durch Live zum Beispiel euch dann hindurch teleportieren und hierher holen. Es ist richtig interessant. Untersteh dich. Okay, ich lasse es. Aberrant, schreibst du gerade vom Handy, liebe Beule? Jedenfalls, wie gesagt, man kann mit diesen Arcana sehr viel machen, sehr viele Möglichkeiten. Und es ist wirklich grenzenlos. Die Magier sehen die Welt, wie wir sie im Traum wahrnehmen würden. Sie fühlen und sehen alles anders. Das heißt, während wir, die Schläfer, die Menschen, die die Lüge nur kennen, denken, alles, was wir sehen, ist fest, ist fixiert, ist in den festen Bahnen unter physischen Gesetzen, wissen Magier, dass es anders ist. Sie übernehmen diese Tapete der Realität, Tapestry, also das Geflecht der Realität, ganz anders wahr und können halt durch ihre Arkane darauf eingreifen. Und das heißt, ein Magier, wenn er zum Beispiel das Meta hat, der weiß, dass wenn ich jetzt mir zum Beispiel vorstelle, dass sagen wir mal, diese Tastatur hier, dass sie aus Knete ist, die das genau gut noch vorstellt und seine Magie da einfließen lässt, dann kann er sie verbiegen und es wird wie Knete. Es ist quasi so, dass man bei Mage alles kann, was man sich vorstellen kann. Und das meine ich im wörtlichen Sinne. Denn ein Magier, wenn ein Zauber wirkt, stellt sich vor, wie die Realität beeinflusst wird durch die Magie, die er jetzt wirken will. Und die Realität gibt seinem Willen nach. Das heißt, ein Magier kreiert sein Imago, nennt man das, seine Idee, sein Gedanken, seine Inspiration, seine Imagination und lässt diese Imagination Realität werden. Und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wie dieser Raum plötzlich anfängt mit Rauch gefüllt zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass meine Hand Feuer fängt und die Flammen leiten und die Flammen auch tänzeln lassen. Alles, was man sich vorstellen kann, kann man mit genug Arcana machen. Und das ist einfach der Wahnsinn. Also das ist ein Traum für jeden Rollenspieler quasi. Ich liebe Mage. Ja, so richtig. Matrix-like trifft es genau. Die Magier sind eine Matrix. Interessante ist, jeder Magier hat auch einen ganz anderen Hintergrund, rein theoretisch. Während die einen es zum Beispiel sehr schamanistisch angehen und sagen, ich wirke meine Rituale durch Weihräucherung und durch Symbole, durch die alten nordischen Götter, kann man auch genauso gut tibetische Gebetsrituale benutzen, um seine Magie im Ritual zu wirken. Man kann ganz hermetische Handzeichen machen. Man kann glauben, dass Gott die Magie durch mich wirkt und dadurch die Magie wirken. Es gibt auch ein eigenes Buch, das heißt Magical Traditions, wo darauf eingegangen wird, wie man zum Beispiel religiöse Orden machen kann, die halt Magier sind. Man kann halt Magie so formen, wie man selbst glaubt, dass es richtig ist. Sei es mit Kristallen, mit irgendwelchen Kreisen. Und bei Ritualen ist es ja so, man muss immer irgendeine Opfergabe machen. Also wenn man Magie spontan wirkt, ist sie halt einfach da. Man kann ein Werkzeug haben, was es ein bisschen unterstützt, wie zum Beispiel einen Zauberstab. Oder halt, wenn man jetzt möchte, auch ein Kugelschreiber, wenn er besonders gesegnet ist, meinetwegen.
Amulett, was auch immer. Man kann aber auch richtig symbolträchtige Sachen nehmen, die für einen selbst eine Bedeutung haben. Zum Beispiel der Anhänger, der Ring der verstorbenen Frau kann ein Ding sein. Und bei Ritualen ist es halt genauso, dass man halt immer etwas hat, was man benutzt, nur dass man das auch haben muss bei Ritualen. Da muss man irgendwas verbrauchen. Sei es Weihrauch, sei es Kreide, die man braucht, um sich Kreise zu machen. Seien es Gegenstände, zum Beispiel einen Typ, der absolut abgespaced auf Technik abfährt, so ein Nerd wie ich hier, der könnte auch genauso gut ein besonderes Gamepad haben, mit dem er die Leute steuert, mit Mindmagie halt dann mit einem Gamepad durch die Gegend lenkt. Das kann ein Werkzeug sein. Und bei Ritualen kann es dann sein, dass ich mit Kabeln irgendwelche Sachen lege und meine Konsole in die Mitte stelle, was auch immer. Das funktioniert in dem Augenblick als Fokus für diesen Zauber. Und die Finger meiner Feinde, gute Idee. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, dass, wie gesagt, es gibt halt da ganz viele Möglichkeiten, was man da machen kann in der Form. Und diese Ritualmagie spielt halt immer eine Rolle, wenn man irgendwas wirken möchte, was auf Dauer ist oder was halt besonders schwer ist. Und Rituale kann man auch zusammen abhalten, zum Beispiel, wo dann noch andere mit teilnehmen und dadurch kriegt der Wirken dann vielleicht einen kleinen Bonus oder so. Ja. Was ich da tue. Natürlich auch immer ganz praktisch, wenn man irgendein Ziel hat, von den Leuten irgendwelche Sachen hat, wie zum Beispiel Haare von der Bürste. Also Magier sind sehr, sehr reinliche Wesen. Allein aus Vorsicht. ja. Noch irgendwelche Ideen, Fragen, bevor ich wieder auf irgendwelche Themen komme? Gut. Nein, ich glaube, die Ideen sind euch ausgegangen. Ich habe ja auch relativ lang gesprochen, fast eine Stunde jetzt. Ja, ich werde mich auf jeden Fall gut darauf vorbereiten. Ich habe hiervor schon Lampenfieber gehabt. Ich habe noch mehr Lampenfieber vor der Rollenspiel-Session. Einfach, weil ich da auch noch wesentlich mehr leisten muss, als hier mal kurz um mein Lieblingssystem zu reden. Eine Bitte habe ich noch, zum einen Verbesserungsvorschläge, immer gern gesehen, wenn ihr jetzt merkt, irgendwas kam zu kurz, irgendwas hätte ich anders machen können, dann sagt mir das, schreibt es mir rein. Denn, zweite Frage, was haltet ihr allgemein von solchen Reviews oder Erklärungen zu Systemen, die ich mache, die ich eventuell noch machen könnte zum Beispiel? Weil meine Idee ist, dass ich sowas öfter mache. Ich habe hinten in meinem Spielzimmer, so nenne ich es mein Kinderzimmer, eine riesige Sammlung von Rollenspielsystemen, die ich auch zum größten Teil schon alle gespielt habe. Und ich kann zu fast allen sicherlich fast genauso viel erzählen, wie ich gerade zu Mage erzählt habe. Und wenn ihr darauf Bock habt, dann sagt es einfach, vielleicht auch schon mit irgendwelchen Ideen. Ich sag gleich, DSA kann ich wenig zu sagen. DSA habe ich nämlich nur die Third oder Second Edition da hinten in dem Regal stehen. Als Grundkasten. Ich habe damals noch ein paar Zusatzbücher-Lies gehabt, aber die habe ich auch einem Freund geschenkt, der immer noch die alte Edition leidenschaftlich spielt. Und ich selber konnte mit echt nichts anfangen, weil ich DSA zwar jetzt nicht so wirklich super finde. Ich habe es damals bei meinem Kumpel mitgespielt, einfach weil er ein großartiger Rollenspielmeister ist, wo ich selber noch sage, ich stehe in seinem Schatten. Also ich war da und war geflasht von seinem Können. Nein, ich reibe mich jetzt nicht mit Matt ein, Krümel. Auch wenn die Idee super ist. Zum Thema stirbt man schnell. Man ist als Magier weiterhin ein sterblicher Mensch. Das heißt, man ist genauso sterblich wie jeder andere Mensch. Und Mage ist ein sehr, also World of Darkness ist ein sehr an die Realität angelegtes System. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Würfelprobe mache, nur als ein Beispiel, ich habe Stärke 3, das ist durchschnittlich gut, also relativ gut eigentlich, nehme dazu noch 3 im Nahkampf, habe also 6 und nehme jetzt ein Schwert in die Hand, auch nochmal +3, so ein schönes Langschwert, und hack damit jemanden ein. Dann habe ich im Normalfall meine 3 bis 4 Erfolge, so im Schnitt. Pro Erfolg mache ich einen Schadenspunkt. Und nun hat ein Mensch 5 Punkte plus seinen Ausdauerwert, also der auch ein Attribut ist. Das heißt, ein guter, konditionierter Mann, der jetzt nicht Hochleistungssportler ist, hat da vielleicht seine 8 Punkte. Das heißt, mit 2 bis 3 Schlägen ist ein Mensch tot. Schusswaffen gehen noch böser drauf ein. Und jedenfalls, und Beule, du weißt, welchen Meister ich meine, wo ich DSA gespielt habe. Und ja, ich fand es wirklich großartig.
Jedenfalls, ja, dadurch ist es halt ziemlich tödlich. Man kann mit Magie sich selber heilen. Und zwar kann man quasi 3 Runden lang versuchen, du meinst 3 Runden, ich glaube ja, 3 Runden lang quasi Mana ausgeben, um einen Lebenspunkt zu regenerieren. Diese Mana kriegt man normalerweise auch nur wieder, wenn man entweder eine Quelle hat, wie zum Beispiel einen Hain, eine magische Quelle. Auf eine Quelle drum eingehen. Oder halt, wenn ich Attribute temporär für einen Tag senke, körperliche, wie zum Beispiel sage, ich benutze meine körperliche Stärke zum Mana zu regenerieren, dann kriege ich halt Mana wieder, aber Stärke wird für einen Tag halt um 1 gesenkt. Und damit kann man sich um einen Punkt heilen, allerdings auch nur eine begrenzte Anzahl am Tag. Und Lebensmagie kann man eben auch Leute mit heilen, mit 2 Punkten sich selbst, mit 3 Punkten noch andere, mit 4 Punkten noch andere auf Reichweite. Und das kostet halt aber auch Mana dann natürlich, wenn man die Heilzauber benutzt. Aber im Prinzip, wenn der Schaden schnell kommt, ist ein Magier ganz schnell Matsch. Kann man schon so sagen. Darfst du gerne ausrichten. Ja, noch irgendwas, irgendwelche Fragen zu Mage? Ansonsten gehe ich kurz auf die Heine ein, während ihr das kurz, falls noch Fragen kommen. Ich weiß nicht, ob sie wirklich Haine heißen übersetzt. Man kann sie auch als Quellen bezeichnen. Das sind quasi Orte, wo die Magie etwas in unsere Realität übergeht, einbricht. Und das muss man sich nicht immer als sprinkelnde weiße Quelle vorstellen, wo das Wasser dann einem wieder auffüllt, sondern es kann alles Mögliche sein. Wenn diese Magie zum Beispiel, diese magische Quelle zum Beispiel in dieser Wohnung wäre und hier dann sich diese Magie irgendwie kristallisiert. Tass nennt man das, wenn Magie in fester Form vorhanden ist. Auch in Flüssigkeiten, das ist Tass. Wenn sich hier Tass bilden würde durch eine Quelle, dann kann das sein, dass die Spinnenweben, die in der Ecke hängen, zum Glück hängen hier wirklich wenige, dass die quasi diese Tass aufnehmen. Und wenn ich den als Magier diese Spinnenweben ernte, kann ich dann die Magie da wieder rausziehen, die Mana. Das heißt, entweder ich mache daraus zum Beispiel, koche daraus einen Tee oder back daraus einen Keks, was auch immer. Man kann aber auch über Zauber die Mana direkt rausziehen und in eine andere Form bringen. Gute alte Mana-Tränke sind tatsächlich auch von Magiern hergestellt, weil sie Tass, wie zum Beispiel irgendwelchen unterirdischen Höhlen, wachsen halt Pilze. Nimmt man halt diese Pilze mit, da die aber von sich aus giftig sind, saugen sie halt die Mana raus und machen die halt in kleine Tränke. Und Tass ist auch meistens relativ lange haltbar. Also, wenn es richtig normal gebunden ist, quasi permanent. Aber so Pilze zum Beispiel, wenn sie Mana aufgesaugt haben, solange der Pilz einigermaßen genießbar ist, ist die Mana da drin. Und ja, das so in der Richtung. Zum Thema Quellen. Diese Quellen können alle möglichen Formen haben. Das können, wie gesagt, Wasserquellen sein, Stalaktiten, Stalagmiten, wo halt die Tröpfchen die Mana beinhalten. Wie ich schon sagte, Spinnenweben, Blätter von irgendeinem Baum, irgendwas, was man in irgendeiner Form abmachen kann. Und wenn es nur die Flechte ist, die man von der Straße kratzt, von den totgefahrenen Igel. Ja. Ja, noch irgendwelche Fragen? Ich merke gerade, die Verzögerung ist ziemlich groß. Ich glaube, so 15 bis 20 Sekunden, Pi mal Daumen. Oh, schon übel. Okidoki. Falls meine Spieler gerade alle zuschauen oder sich hinterher anschauen, weil ich werde das Video auch bei Facebook noch hochladen. Es wird hier auf YouTube, meine ich. Auf Facebook bleibt es gespeichert. Wie schon gesagt, ich werde versuchen, in der nächsten Woche die Charaktere zu machen. Ich warte jetzt noch darauf, dass ein Kumpel sich meldet, ob und wie er Zeit hat. Und dann wird der Termin festgelegt und die Charaktere gemacht. Das Charaktermachen dauert selber an sich, die Zahlenwerte geht sehr schnell. Das dauert, wenn man es kann, eine Viertelstunde, also rechnen wir mal mit einer halben Stunde, eine Stunde. Aber dann möchte ich auch noch einen Hintergrund mit euch machen, indem wir A, darauf eingehen, wie seid ihr erwacht und B, wie seid ihr etabliert, was für eine Vorgeschichte habt ihr einfach, weil das gerade in so einem Storytelling-System sehr, sehr wichtig ist. Während man bei D&D sagen kann, ich bin Krieger, ich bin Zwerg, das ist ein legitimer Hintergrund, geht das bei Mage halt nicht. Und naja, deswegen werden wir es halt machen. Wie bekomme ich meine 3000 Euro wieder? Nein. Ich habe keine 3000 Euro von dir bekommen. Wenn du welche hast, gib sie mir, dann kriegst du sie vielleicht wieder. Gut. Okay. Ja, das dazu. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare,
ob ihr noch irgendwelche, ja, ob es euch gefallen hat, was ich besser machen könnte, ob ich mehr solche Reviews machen soll und eventuell irgendwelche Themen oder Rollenspielvorschläge. Und vielleicht doch eine kleine Ankündigung, da habe ich auch gestern schon mit einem Kumpel darüber gesprochen, der auch gerade zuguckt. Ich werde vielleicht auch das Fiasko-Rollenspiel mal vor der Kamera starten. Das ist halt ein spielleiterloses System, aber dazu komme ich dann nochmal ein. Komme ich nochmal drauf zurück, meine ich nicht ein. Ja, ich verhaspel mich schon. Die Stunde ist rum. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend noch und ja, danke fürs Zuschauen. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo ich hier auf Stopp drücken kann. Ich glaube hier. Tschüss.